Zuerst mal auch von mir ein Grüß Gott in die Runde und nochmal danke an Uwe Reuter. Kompliment, ich hätte nicht gedacht, dass er es schafft, das Zeitmanagement so gut abzuwickeln. Also ich hätte nicht, dass ich heute noch dran komme. Gut, viele Wege führen zur Blumenwiese. Ich werde heute ein bisschen den Fokus in meiner Position auf den Landkreis richten und da vor allem Außenbereich. Wir haben jetzt auch viel gehört, was man in der Siedlung machen kann, jeder von uns. Aber meine Klientel ist natürlich vor allem die Landwirtschaft und das seit 27 Jahren. Und für uns ist die Prämisse kooperativer Naturschutz. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den auch alle Landschaftspflegeverbände so teilen. Zum kurzen Aufbau. Erstmal, was ist eine Blumenwiese? Dr. Witt hat ja schon gesagt, Reinhard Witt, dass man darauf achten muss, wo man Saatgut herbekommt, wie man das gewinnt. Und ein bisschen haben wir auch erlaubt zu betrachten, warum geht die Biodiversität zurück, ist halt meine Betrachtungsweise. Ich bin jetzt kein Agrarwissenschaftler, aber jeder hat eine Meinung. Und für mich ist wichtig, das auch mal zu betrachten, denn wenn man irgendwas erreichen will, was neu entwickeln, muss man auch wissen, warum es weniger wird. Und natürlich am interessantesten denke ich, was ist konkret passiert die letzten Jahre? Und da habe ich ein paar Vorher-Nachher-Beispiele, die, glaube ich, sehr eindrucksvoll zeigen, was man machen kann und wie man da vorgehen. Der Workshop fällt aus, wetterbedingt, aber ich habe versucht, auch ein bisschen was vom Workshop schon reinzubasteln, dass man eine Theorie nachvollziehen kann, wie das dann draußen auch im Workshop ausgesehen hätte. Nochmal Definition. Das sind zum Beispiel natürlich keine Blumenwiese, wie man sie gern auch kaufen kann im Baumarkt, kostet nicht viel. Aber da muss man sagen, was nichts kostet, ist nichts wert. Das sind meines Erachtens eben in der Regel einjährige Ackerkulturen, die zwar auch Insekten ansprechen, aber nicht die Vielfalt. Das sind meistens diese sehr begrenzten Arten. Man spricht hier von schmaler ökologischen Amplitude. Und auch das sind keine Blumenwiesen. Das sind, in dem Fall ist es eine Blühbrache, also eine Kuhlabfläche, Kulturlandschaftsprogramm, haben wir auch schon angelegt, haben ihre Bedeutung auf jeden Fall. Im Ackerbau als Alternative zum Beispiel zu Biogas, aber auch zur Belebung vom Acker, aber sind eben keine Blumenwiese. Echte Blumenwiesen, da werden die meisten, wenn sie das Wort hören, das Bild mit in Beziehung bringen, sind diese Salbei-Glatthaferwiesen, da summt und brummt natürlich auch, aber da gibt es ganz verschiedene Typen, das ist jetzt eben eher eine feuchte, eine Streuwiese, auch im Landkreis aufgenommen, und das sind alles so Flächen, die mir seit 27 Jahren betreuen, versuchen und durchaus auch mit Erfolg zu erhalten, auch weiterzuentwickeln. Meist ist es so, dass die natürlich übrig geblieben sind, weil das sind Flächen, Hangflächen, Streuwiesen, braucht kein Mensch mehr, aufgrund der modernen Agrarstruktur. Und den nehmen wir uns an, dass wir erstmal die sichern. Und die Karte ist jetzt ein bisschen nüchtern, aber nur so kann man zeigen, wo wir überall tätig sind. Und das sieht man eigentlich sehr schön. Wir sind durchaus flächendeckend tätig. Es gibt natürlich Schwerpunkte, wie hier zum Beispiel die Alsau. Das sind die Brennen, die heute schon oft zitiert worden sind auch. Da ist der Bereich Füßling, Bucher Moor, der schwarze Fleck. Im Bereich der Staatsforsten passiert natürlich wenig. Und da, wo es so kahl ist, sind Flächen mit sehr guten Bonitäten. Das sind das die tertiäre Alsplatte unter der Kirchener Raum, Topböden. Und da ist klar, da wird kein vernünftiger Landwirt eine Blumenwiese anbauen, weil das einfach nicht die Wertschöpfung hat. So, und schauen wir mal uns zwei Bilder an. Die sind nicht aktuell, aber sprechen an. Das ist oben so eine typische Szene. Also Künstler ist der Karl Larsen, das ist ein schwedischer Maler. Der hat sehr gut die Stimmung eingefangen, wie sie damals war. Pferd war das normale Verkehrsmittel. Unten der Bach, unten parallel auch die Landwirtschaft. Man spürt, das gehört irgendwie zusammen. Das ist eine Einheit. Landwirtschaft und Gesellschaft kann man nicht trennen. Machen wir einen Sprung in die Moderne, so schaut es eben heuer aus. Ne? Wir haben oben eine intensive Gesellschaft, das habe ich mal überlegt, die Frau Zerguti hat es ja auch aufgegriffen vorhin im Rahmen eines Radiointerviews, und unten haben wir die intensive Landwirtschaft. Und die intensive Landwirtschaft ist eigentlich ein Produkt und ein Teil der intensiven Gesellschaft. Das ist eben meine Auffassung. Vielleicht ein einfacher Gedankengang, aber ich denke meistens eher einfach, weil kompliziert wird es von selber von alleine. Und der Ansatz für mich ist, wenn sich die Gesellschaft nicht ändert, dann kann sie auch nicht erwarten, dass die Landwirtschaft sich ändert, weil die Verflechtung unmittelbar ist. Ich habe es mal versucht anzudeuten, diese Billigprodukte, das rechts oben ist zum Beispiel hat sich alles entwickelt, auch intensiviert. Josef Goebbels hat es schon gut vorhin dargestellt, mit den Maschinen werden immer moderner.
So die Kühe zum Beispiel. Eine Kuh hat vor 100 Jahren 2000 Liter Milch gegeben, heute sind es 9000. Es gibt Spitzenkühe, die produzieren bis 14.000 Liter Milch. Und diese Kühe brauchen natürlich auch Kraftfutter. Die können es mit unserem alten Heu nicht mehr versorgen, die normale Milchvieh. Wir machen immer wieder mal Versuche, ob Landwirte nicht auch unser Heu verwerten. Aber wir sagen, die stieren es vielleicht ein bisschen sagt man hier so in Bayern, aber gefressen wird es normalerweise nicht. Und wenn sie es fressen, dann hat man einfach ein Minuswachstum. Das heißt, die moderne Kuh braucht einfach dieses Kraftfutter. Wenn man jetzt den Bauern sagt, rüste doch um auf diese 2000 Liter Milch, dann kannst du wieder das Heu verfüttern und kannst alle Wiesen spät mähen, dann müsste eigentlich, wenn man es rechnet, den 4- und 5-fachen Preis verlangen. Also man sieht, die Landwirtschaft ist auch gefangen in einem System und kommt da nicht so ohne weiteres raus. Das ist alles wichtig zu betrachten, wenn man neue Biotope anlegen möchte. Und hier habe ich es auch nochmal drastisch aufgezeigt, die Verkettung Verbraucher, Landwirtschaft, Gülle. Sicherlich Gülle, Trinkwasserproblem, aber letztendlich haben wir es in der Hand. Das heißt, der Verbraucher kann durch sein Verhalten steuern. Ob er das macht in der Breite, wie es notwendig wäre, bezweifle ich allerdings, weil das schon seit Jahren, Jahrzehnten gepredigt wird. Und die Konsequenz ist, was nichts kostet, ist nichts wert. Und die Zahlen, 11 Millionen Tonnen, sind untermauert vom Bundeszentrum. Wenn die Lebensmittel teurer wären, wird man vielleicht auch weniger wegschmeißen. Das ist meine ganz einfache Erkenntnis. Das heißt, wenn man vom Landwirt verlangt, dass er Biodiversität produziert, so nenne ich es mal, muss er auch entsprechend bezahlt werden. Er muss entscheiden können, mache ich jetzt Milchvieh, mache ich Brotgetreide, mache ich Mais oder mache ich eben Biodiversität. Und es muss ein Öko-Plus sein. Das heißt, ein Landwirt ist ja ein Betriebswirt, der muss wirtschaftlich denken und wirtschaftlich arbeiten und kann nicht eins zu eins von der Hand in den Mund leben. Das sehen Sie auch daran, wir haben zwar, uns wird auch viel Vertragsnaturschutz gemacht, die ganzen Programme machen normalerweise nur Nebenerwerbsbetriebe, weil die sich das eher leisten können. Das heißt, ist nichts verdient, aber man kann es halt mitmachen. Aber ein Haupterwerbsbetrieb wird da Probleme haben. Und wenn ein Landwirt entsprechend honoriert wird, das hat ja Josef Göppel ja auch schon entsprechend mal angedeutet heute, das ist auch im runden Tisch ein Thema, dann produziert er was. Er produziert ja nicht nur ein Produkt, sondern viele Produkte. Artenvielfalt, Gewässerschutz und Wasser ist auch ein Lebensmittel, das Wichtigste, das wir haben. Naherholung ist ja auch ein Lebensmittel letztendlich. Ich meine, ist ja auch, kann man auch auf psychischer Ebene sehen, das Lebensmittel. Heu kann man kaum noch verwerten, weil das als Futter, weil es eben kaum noch gefressen wird aufgrund seines Energiegehaltes. Auch ein Biobauer muss eigentlich intensiver wirtschaften, weil der braucht auch eiweißreiches Futter. Und da war jetzt auch mal die Idee, die ich mal hatte, ob man nicht, hat ja die Frau Zakuti auch kurz erwähnt, ob man nicht das Heu zufüttert und dann so eine Art Brennenheu macht oder Heumilchkäse. Und deswegen sehe ich den Hauptansatz, kurzfristig was zu erreichen, dass die Förderprogramme so hoch ausgestattet sind, dass der Landwirt auch Einkommen wirksam und nicht nur als kostendeckend, als Erschwernisausgleich, so ist es ja, einkommenswirksam sich für diesen Weg auf Teilflächen entscheiden kann zumindest. Jetzt aber zum Eingemachten, von dem anderen habe ich ja nicht so die Ahnung, von dem schon eher die Wege zur Blumenwiese. Wir haben im Prinzip drei Wege. Der einfachste ist der, wenn man Flächen außen dann Röschen schlafwecken. Das heißt, Flächen, die lange brachgefallen sind, nie irgendwie anders da genutzt, in die Nutzung überführen. Wir wissen alle, Samen bleibt sehr lange im Boden drin. Das sehen Sie, wenn irgendwo eine Baugrube ausgehoben wird, mitten in der Siedlung auf einmal ist alles rot vom Mohn. Also der Samen bleibt sehr lange aktiv. Und wenn wir jetzt dann eine Fläche, die 30, 40 Jahre brachgefallen ist, wieder mähen, das Mähgut abfahren, dann kommt sehr schnell wieder diese Vielfalt zustande. Was wir auch zunehmend machen, wir wollen uns ja nicht nur auf den Status quo konzentrieren, sondern neue Fläche entwickeln, ganz klar. Wir sehen neue Flächen an, Ackerflächen zum Beispiel, oder stellen Rohboden her, indem wir zum Beispiel bei armen Artenarmenwiesen einfach die Grasnarbe abziehen. Ganz aktuell ist das Impfen von bestehendem Grünland über so eine Frästechnik. In dem Zusammenhang wichtig, ab nächstes Jahr, ab 2020, wird es obligatorisch, dass man sogenanntes autochthones Material ausbringt in der freien Landschaft. Das gilt für Hecken, aber auch vor allem für Saatgut. Bisher war es immer noch eine Übergangszeit und wir haben das aber schon immer praktiziert. Das wird so ausschauen, dass nur noch in
Gebieten. Altötting zum Beispiel ist die Region 6. Also da kann alles, was in der Region 6 produziert worden ist, in Altötting auch wieder ausgesät werden und entsprechend andere Regionen. Also man sieht, es ist schon sehr differenziert aufgearbeitet und nächstes Jahr wird es obligatorisch. Das ist wichtig zu wissen, wenn man draußen in der Landschaft tätig ist. Methoden der Ansaat werden bei uns 3 Methoden praktiziert. Das Einfachste ist eigentlich, aber auch das Teuerste natürlich, wir kaufen zertifiziertes Saatgut. Das heißt, es ist Saatgut. Da gibt es 3, 4 Firmen in Bayern, vielleicht gibt es auch schon mehrere, ich weiß nicht genau, aber es gibt halt 3 Bekannte, die ich immer anschreibe. Man muss ja immer Vergleichsangebote einholen und die gewinnen das Saatgut hier. Da gibt es dann so Grundmischungen, die nimmt man meistens her und sie erkennen bei diesen Mischungen aber immer, wo sie herkommen. Also sie wissen sofort, dass das Rego-Saatgut ist, ob sie jetzt bei der Autobahn entlang fahren oder irgendwo, was weiß ich, auf einer Ausgleichsfläche. Es ist halt sehr einheitlich. Trotzdem eine gute Methode, um relativ schnell eine hohe Vielfalt reinzubringen. Was wir auch schon seit langem machen, ist Mähgut übertragen. Das heißt, wir tun einfach unsere Flächen, die artenreich sind, zu einem guten Zeitpunkt mähen, nehmen das Mähgut her und übertragen es dann auf Flächen, die offen sind. Entweder wir schaffen den offenen Boden oder wir nehmen Ackerböden, die entsprechend vorbereitet werden müssen. Und das Neueste, seit 2 Jahren, wir haben diesen E-Beetle-Samenernter, den wir dann selber einsetzen können. Das ist so ein Spezialgerät, hätten wir heute Nachmittag anschauen können im Workshop, aber das Wetter macht leider nicht mit, mit dem wir selber vor Ort und wirklich dann vor Ort gezielt auf kleinen Flächen interessante Flächen abernten können. Schauen wir uns einfach mal Beispiele an. Jetzt haben wir genug über Zahlen gelabert. Das ist so ein typischer Fall, wie er zu unserem Standardprogramm gehört. Brachgefallene Fläche liegt im Holzland, südexponiert. Man sieht, es ist schon mal sehr aufwendig zu mähen. Interesse bestand da natürlich nicht mehr, weil es gibt ja heute keine Knechte und Mägde mehr, die sowas mähen. Das war halt früher üblich, wo es noch keinen Kunstdünger gab, waren diese Fläche auch wichtig. Da wurde jeder Quadratmeter genutzt zum Heugewinn. Und das wird über das Landschaftspflegeprogramm bezahlt und das Landschaftspflegeprogramm hat einen großen Vorteil, dass wir wirklich den Aufwand ersetzen. Das heißt, es wird nach Stunden abgerechnet und da hat der Landwirt auch einen Gewinn. Dürfen allerdings nur einsetzen auf diesen besonders hochwertigen Flächen. Ansonsten ist das Vertragsnaturschutzprogramm. Und der Klassiker, das sind jetzt Brennen, also sind alles Aufnahmen von mir, immer aus dem gleichen Blickwinkel aufgenommen. Das war eine Brenne, noch eine schlechtere Aufnahme von einem Dia eingescannt. Die haben wir vor 20 Jahren geöffnet. Da gab es erstmal einen riesen Aufschrei. Klar, weil es natürlich Bäume auch waren und Bäume sind auch kostbar. Grüne Lunge Greichings hieß es damals, wird vernichtet. Das war halt noch ein bisschen ungewohnt. Wobei in dem Fall hat das Wasserwirtschaftsamt auch das mit unterstützt, weil das im Hochwasserabzugsbereich ist. Und so schaut die Fläche heute aus, also genau der gleiche Bereich. Und die BNler wissen das ja, da haben wir auch schon Geotager gemacht. Das sind die echten Highlights. Hat auch mal ein Wildbienenexperte eine bisher in Bayern nicht mehr vorhandene Wildbienenart wieder entdeckt, haben auch so ein Monitoring durchgeführt. Und dieses Mähgut wird natürlich nicht weggeschmissen. Das wird verwendet zur Saatgutgewinnung oder auch zum Mähgutübertrag. Wie wir es hier gemacht haben, das ist eine Fläche, die haben wir vor 20 Jahren hergestellt. Würden wir und dürften wir heute auch nicht mehr so machen. Das muss ich auch mal sagen. Also man ist auch mal selbstkritisch. Das war jetzt ein Maisacker. Der Besitzer hat jetzt ein Programm reingemacht, also hat die Pacht gekündigt, war allerdings auch sehr schwachwüchsig, also ziemlich flachgründig, kiesig, nicht sehr ertragreich. Wir haben dann noch die oberste Humusschicht abgezogen, ein paar Zentimeter. Würden wir heute nicht mehr machen, klar. Denn es ist ja auch landwirtschaftlicher Boden, der dadurch verloren geht. Aber mit dieser Vorbereitung hat man halt den maximalen Effekt. Die Fläche schaut heuer so aus. Da haben wir eben von bestehenden Brennen Mähgut übertragen. Und da war auch der Geotag im Jahre 2015. Und ich glaube, da waren auch die Highlights drin. Kreuzenzian, also auch von Schmetterlingen, muss man jetzt gar nicht alles aufzählen. Der Wert ist ja klar, aber das Prinzip funktioniert hervorragend. Und mit dieser radikalen Vorbehandlung am besten, aber wird heute nicht mehr gemacht. Noch 5 Minuten. Okay, gut. Das ist eine andere Methode. Wir sehen Grünland an. Haben ein Osterwiesen gemacht. Wird dann mit Beweidung kombiniert. Gelbbachunge ist hier zum Beispiel sehr gut vertreten.
Und das ist zum Beispiel, da können wir ein bisschen andocken an das P-Seminar, wird das noch umfangreicher unten dargestellt. Die haben wir die Osterwiesen ein bisschen aufbereitet. Da haben wir die Grasnarbe abgezogen, nicht den Humus wohlgemerkt, nur die Grasnarbe und haben dann Heu aus einer Streuwiese übertragen. Also man muss immer schauen, dass die Spenderfläche vom Bodentyp kompatibel mit der Empfängerfläche ist. Und wir haben jetzt hier nachgewiesen den größten Bestand der sibirischen Schwertlilie aufgrund dieser Methode. Wiederum können wir diesen Bereich jetzt wieder hernehmen zum Ernten von, als Spenderfläche für andere Flächen. Auch das ist eine ältere Geschichte, hat der Landkreis gekauft, Herr Landrat hat es ja gesagt, Landkreis kauft sehr viel, sichert es dadurch für Naturschutz. Das war vorher ein Freizeitgelände, das ist jetzt ein sogenannter Bodensauermarkerrasen im tertiären Hügelland, sehr sandig. Da haben wir dann entsprechend eine Empfängerfläche, Spenderfläche gehabt, schaut jetzt so aus. Und hier wiederum haben wir einen sehr guten Arnika-Bestand, einer der letzten großen Arnika-Bestände auf einem Bereich, wo vorher nichts mehr war. Das ist eine Ausgleichsfläche beim Tierheim Winhöring. Haben auch ein bisschen den Boden noch umgelagert, das war halt noch so vorgegeben im Plan, habe nicht ich gemacht. Wir haben es umgesetzt, Mehrgutübertrag, Fläche von 2 Hektar, so schaut es im Nahen aus, auch ideal zur Samenernte. Hier ist der Samenernter, unser E-Beetle, ganz einfach, schaut aus wie so ein Rasenmäher, eine fahrbare Bürste, der kämmt den Samen aus und man kann dann zu verschiedenen Zeitpunkten reingehen, ist es der Vorteil, ist es keine Maat. Sie sehen hinterher nicht mal, dass sie drüber gefahren sind. Und dadurch kann man gezielt kleinere Flächen auch abernten. Man kann sich die Perlen raussuchen. Das ist jetzt der Bestand von 1000 Quadratmeter. Wenn man das jetzt als Mehrgut genommen hätte, wäre das eine ganz andere Dimension. Muss nochmal gefiltert werden, gesiebt, geht aber auch ganz gut. Das schaut dann so aus. Und diese Substanz, das sind ungefähr 4 Gramm, pro Quadratmeter nimmt man her und mit dem Material können wir dann wirklich eine Wiesenkopie machen. Wir können auch kombinieren, so ein Menü. Wichtig immer, Spender, Empfänger muss kompatibel sein. 3 Minuten habe ich noch, sehr gut. Das ist jetzt hier die neueste Methode, das heißt, kleine Flächen effizient schnell aufwerten. Wir haben ja auch viele V&P-Flächen, das heißt Vertragsflächen, die schon lange extensiv gemäht werden, aber wo einfach nichts kommt. Wo nichts kommt, wo nichts drin ist, kommt auch nichts mehr. Und die impfen wir jetzt an, mit Landwirten zusammen, das wird gefräst, dann sehen wir aus und gewalzt, das geht recht kostengünstig. Wir machen es auch im kleineren Stil, wenn wir Flächen haben, wo man auch schwer hinkommt, dann haben wir bis 1000 Quadratmeter, haben wir jetzt seit einem Jahr eine Motorfräse. Und der Müller-Michi aus Mehring, die meisten kennen ihn ja, der Daniel Düsentrieb, kann man sagen, aus Mehring, hat uns hier seine Walze angebaut. TÜV-Abnahme steht noch aus, aber funktioniert hervorragend. Und so können wir in dieser Einheit, also wir fräsen, säen, walzen, können wir in 2 Stunden können wir eine Fläche bis 1000 Quadratmeter herstellen. Das ist eben auch das Prinzip, mit wenig Aufwand möglichst viele Flächen erreichen. Und Sie müssen dann gar nicht die ganze Fläche hernehmen. Es reicht punktuell, weil dann mit der Zeit der Samen schon ausstrahlt. Also das sind alles so Dinge, die jetzt erst so in der Entwicklung sind, aber wir sind da voll dabei. Und natürlich Förderung. Am besten ist, wenn es die Leute selber machen, auf eigene Kosten im Garten. Das ist ja machbar. Dann haben wir staatliche Förderung. Und ein Instrument, ein wichtiges, ist Ausgleich und Ersatz, weil wir da einfach in die Fläche gehen können. Da schauen wir uns noch zum Schluss ein Beispiel an, das Sie alle selber sich betrachten können vor Ort. Das ist in der Gemeinde Stammheim. Da haben wir vor 6 Jahren auf einer Fläche von ungefähr 4 Hektar, hat also eine Dimension, aufgrund eines vorliegenden Planes entsprechend was umgesetzt. Wir sind da beauftragt worden. So sah das vorher aus. Da gab es natürlich Diskussionen, das ist ganz klar. Es ist eine Ackerfläche gewesen, aber die Gemeinde Markl hat diese Fläche halt erworben im Rahmen Ausgleich und Ersatz. Und das, der Gedanke ist ja immer, dass dann diese landwirtschaftlichen Flächen verloren gehen für die Landwirtschaft. Ne? Und das ist aber nicht der Fall. Es wird halt einfach auf ein anderes Level gesetzt. Eine aktuelle Aufnahme, wir haben jetzt Befliegungen seit 2018 neu. Jetzt schaut es so aus. Und man sieht, es ist viel passiert. Es wurde eben Hecken gepflanzt, hat man auch schon heute Morgen gehört. Wir haben den Bachlauf aufgeweidet, Obstwiese und beweidet. Und Beweidung, wenn man es extensiv macht, ist eigentlich die beste Form der Landschaftspflege, weil dadurch die Strukturen erhalten bleiben. Und in dem Fall wird es gekoppelt.
Das heißt, wir beweiden nicht einheitlich, sondern verschiedene Flächen zu verschiedenen Zeitpunkten. Und der gelbe Pfeil, den wir jetzt sehen, der ist jetzt der Blickwinkel, wo wir nochmal in die Fläche reinschauen können, noch 14 Sekunden. Ich habe echt gut meinen Zeitrahmen eingehalten. Ist jetzt hier vor Beginn. Wir haben jetzt hier eigentlich keinen Boden abgezogen. Wir haben hier das so gemacht, dass wir durch Getreideanbau ohne Dünger über 2 Jahre die Nährstoffe rausgezogen haben. Und das ist eben auch eine Methode, ohne Bodenverlust entsprechenden Boden so vorzubereiten, dass man dieses adäquate Mehl gut ausbringen kann. Ist immer der gleiche Blickwinkel, wohlgemerkt, ist auch nichts verfälscht. Und im Jahre 2015 sah das schon so aus. Das Rote ist jetzt Knabenkraut, ich glaube das gefleckte Knabenkraut. Und Knabenkraut war früher eigentlich eine normale Wiesenpflanze. Wissen viele nicht mehr. Wie Trollblume waren die in den frischeren Wiesen immer vertreten. Da haben sie auch immer Hasen drin. Also letztes Mal habe ich 10, 12 Hasen gesehen. Also es ist interessant, wo die auf einmal herkommen. Beweidet wird es mit Galloway von einem Biobauern in Koppel im Wechsel. Und es ist ganz klar, ich habe ja gesagt, es muss sich tragen. Man muss auch immer die wirtschaftliche Seite sehen. Der hat hier ein entsprechendes Tafel hingestellt. Und die Leute können dann, wenn sie die Nummer aufschreiben, können sie es auch machen. Wenn man das Fleisch kauft, kann man dann direkt in dem Bereich die Biodiversität fördern und unterstützen. Weil es geht halt wirklich nur, wenn Biodiversität für den Landwirt, und der hat nun mal den Grund, einkommenswirksam ist, sonst wird es meines Erachtens nicht funktionieren. Mahlzeit in diesem Sinne. Ja.